Sehen wir die Aufstellung der ersten Serie bis zur fünften Bahn. Zwei fehlen noch, Hendrik Engel und Silas Zurflu. Die starten zusammen dann auf Bahn 6. Genau, hier wird es noch eingeblendet vom Trainer von Julien Wanders. Marco Jäger war ja ebenfalls ein guter Mittelstreckenläufer, vor allem auch über die 1500 Meter. Und nun wird das Rennen angeführt von Timo Roth. Timo Roth, US Yverdon, er geht das Rennen gleich mal ziemlich forsch an, hat sich an die Spitze gesetzt. Das sieht so aus, als ob er die Pace für seine Kollegen machen wird. 25:10 die Durchgangszeit für Timo Roth an der Spitze des Feldes. Ich hoffe, er wird jetzt nicht zu viel Tempo rausnehmen. Diego Menzi zum Schluss des Feldes. Zurflu auf Platz 2, Roth mit einer Durchgangszeit von 53,50. Es ist immer noch Roth, der führt. Dupré auf Platz 2, Jäger auf 3, Menzi auf 4. Timo Roth hat das Tempo gemacht für die Spitze 1:22:2, Arnaud Dupré, und nun kommt Joachim Jäger und Diego Menzi. Dupré vor Jäger und Menzi, Ramseier ebenfalls an Zurflu vorbei, und es sieht so aus, als ob sich Dupré und Jäger durchsetzen können. Jäger gegen Dupré, Dupré vorne, Dupré wird dieses Rennen gewinnen, und zwar in 1:51:17 vor Joachim Jäger. Arnaud Dupré mit einem guten Saisonauftakt, 1:51:17 für ihn, und er hat Joachim Jäger im direkten Duell geschlagen.